Die US-Notenbank Fed hat trotz des jüngsten Bankenbebens den Leitzins erneut angehoben, diesmal aber nur um 0,25 Prozentpunkte. Die neue Zinsspanne reicht nun von 4,75 bis 5%. Die Entscheidung der Währungshüter war weltweit mit Spannung erwartet worden und gilt als Kompromiss. Mehr dazu von Markus Görne an der Frankfurter Börse. Angesichts der hohen Inflation war die Anhebung des Leitzinses in den USA erwartet worden. Doch das Bankenbeben der vergangenen Tage hat die US-Notenbank Fed offenbar in eine schwierige Situation gebracht. Denn trotz der Rettung der Credit Suisse durch die UBS schwelt die Bankenkrise weiter. Und höhere Leitzinsen könnten die Banken in noch größere Bedrängnis bringen. Denn sie sitzen meist auf vielen Staatsanleihen, die mit steigenden Zinsen an Wert verlieren. Noch mehr Sorgen können Banken gerade aber nicht gebrauchen. Deshalb stand auch eine Zinspause im Raum. Dazu hat sich die Fed aber nicht durchringen können. Denn ein solcher Schritt hätte an den Finanzmärkten auch so interpretiert werden können, dass die Bankenkrise viel schlimmer ist als bislang gedacht.